Ja, Herr Dr. Peter Hofmann, schön, dass Sie heute da sind. Wir möchten heute einmal gemeinsam das viel diskutierte Thema BIM durchleuchten. Und dafür habe ich Sie als Brandschutzexperte eingeladen. Was ist denn überhaupt BIM? Ja, also BIM ist keine Software, wie allgemein vermutet wird, sondern es ist eine durchgängige digitale Methode von der Planung über den Bau und die Nutzung eines Gebäudes. Das heißt, da werden also alle Informationen von der Planung, von den Fachplanungen in ein digitales Gebäudemodell integriert, was mit einer großen Datenbank verbunden ist. Und bei der Bauausführung werden quasi alle Details der Ausführung, was nachher für die Nutzung des Gebäudes, sprich wie Wartung und Instandhaltung ist, das wird das alles erweitert in diesen Datenbanken. Und das heißt, damit ist alles digital vorhanden und steht dann praktisch dem Facility Management für die Nutzung des Gebäudes zur Verfügung. Das heißt aber, dementsprechend muss natürlich bei der Planung muss im Prinzip alles schon drin sein, bevor man anfängt zu bauen. Weil in der Realität momentan ist es so, dass eben einfach mal die Baugenehmigung da ist. Da geht es in die Detailplanung und dann wird erst festgestellt, was alles fehlt. Da sind wieder Umnutzungen, Umplanungen erforderlich und das kann man sich mit BIM sparen, wenn man sich konstant oder konsequent dran hält. Jetzt frage ich mich natürlich, könnte man mit BIM diese Großprojekte, die ja negativ bekannt geworden sind, wo ja ganz, ganz viele Mängel anfallen, hätte man das damit oder kann man das in Zukunft verhindern? Grundsätzlich ja. Wenn der Brandschutz zum richtigen Zeitpunkt bei diesem BIM-System oder dieser BIM-Methode integriert wird, dann entstehen diese Mängel nicht. Aber wenn man, sag ich mal, es gibt den Stufenplan der Bundesregierung, gibt viele Leitfäden und Richtlinien, Empfehlungen, aber da ist der Brandschutz, wenn überhaupt, dann nur irgendwo bei den Fachplanungen aufgelistet. Das heißt, damit kann man die Mängel, die jetzt im Brandschutz überall entstehen, Stichpunkt Berliner Flughafen, kann man damit nicht verhindern. Also er muss gleich von Anfang an integriert werden. Okay. Und Sie sagen jetzt schon von Anfang an, wie und wo muss der Brandschutz genau integriert werden in BIM? Ja, sagen wir, sobald der Architekt den Vorentwurf erstellt hat, mit dem Bauherrn abgestimmt hat, dass der seine Ziele da drin erkennt. Und dann muss natürlich sofort im Anschluss der Tragwerksplaner und der Brandschützer ihre Informationen in dieses digitale Modell integrieren, sodass alle nachfolgenden Fachplaner gleich wissen, was sie zu berücksichtigen haben. Nicht erst, dass große Kollisionen und Planungsstopps entstehen. Darum muss jeder gleich von vornherein drin sein, dass jeder weiß, mit was er rechnen muss. Okay. Und welche Bedeutung hat jetzt der Brandschutz und in BIM allgemein für die Planung? Ja, die hat jetzt also auch schon ohne BIM, dass immer sämtliche Bauteile, Einrichtungen, Anlagen, die im Brandschutz zusammenhängen, die sind sehr teuer, bedingt eben durch Zulassung, Prüfungsverfahren. Das heißt, die sollten also auch nur dort eingebaut, eingeplant werden, wo sie erforderlich sind. Und wenn das natürlich zu spät oder überhaupt nicht berücksichtigt wird, sind natürlich umfangreiche, teure Umplanungen, Umrüstungen, Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Und das ist ja immer das, was so ein bisschen negativ in den Medien dargestellt wird, dass der Brandschutz alles verteuert, was tatsächlich nicht die Ursache ist. Ja, und welche Zukunftsperspektiven bestehen für den Brandschutz durch BIM? Was denken Sie? Ja, sagen wir bei der konsequenten Berücksichtigung, die bis jetzt eben leider zu mangelhaft ist des Brandschutzes, kann man natürlich viele Schnittstellen im Vorfeld schon planen, in der Bauausführung kontrollieren, prüfen, dokumentieren. Das heißt, dadurch werden natürlich erhebliche Zeitverzögerung, Baukostenerhöhung kann man damit vermeiden und damit steigt natürlich die Qualität eines Gebäudes erheblich. Und welche Regelungen bestehen bisher für den Brandschutz in BIM? Ja, wie eingangs schon erwähnt, im Stufenplan, Empfehlungen, Richtlinien findet man den Brandschutz noch nicht so richtig und das heißt, damit können wir also diese Mängel, die bisher eigentlich nicht ausgleichen, verhindern, sondern die werden eigentlich nur dann digital manifestiert. Das heißt auch, man kann den digital zurückverfolgen, wer hier was vergessen hat oder nicht das Erforderliche getan hat. Na, ich danke Ihnen, Herr Dr. Peter Hofmann, für das Gespräch und dass Sie das Thema mit uns beleuchtet haben. Vielen Dank. Ja, gerne.